Ja, hey, willkommen. Mein Name ist dann JuraLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir einen Autoschrottplatz erkundet, den Hauptgewinn gewonnen. Oh. Und hier diese Konservenfabrik, meine Güte, besucht, wo hier irgendwie Fleisch verkauft wird in Dosen an Leute. Und ja, irgendwie werden die Leute artig krank und so, das ist nicht gut. Und folgendes: Ich habe geladen nochmal, aber der Goliath ist hier immer aufgetaucht. Also, ja, weiß nicht, was das jetzt sollte. Aber ja, ich habe aber, weiß ich nicht, den seine Aufmerksamkeit auf mich gezogen und dadurch ist kein Roboter zu Schaden gekommen. Und ja. Ich glaube, wir fragen mal den einen Typen, was es damit auf sich hat, falls wir es können. Ah, du bist zurück. Vom Reisen bekommt man bestimmt. Nein. Wir haben noch die Dreieck-Antwort. So, ich will gucken, wo man hier nach unten gehen kann, weil ich sehe die ganze Zeit hier irgendwie Pfeile nach unten zeigen. Feinde. Und die sind voll am Abgehen, seitdem ich hier das Ding dann geöffnet habe, beziehungsweise geladen habe und der Typ außen aufgetaucht ist. So, immer das damit auf sich hatte. Wenn uns weiter auf der Part gefällt, könnt ihr ja ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Und den Kanal ein bisschen weiter zu helfen, das würde mich außerdem auch sehr freuen. Dankeschön. Und ja, weiter geht's. Wir gucken hier, was es noch hier auf sich hat mit was auch immer. Was auch immer hier los ist. Der Typ verarbeitet Ghoulfleisch. Ich sehe das doch schon. Mal schauen. Ich habe da nichts gedrückt. Und ist einfach mal zugehört. Hallo. Und hier haben wir sogar noch Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Müsste die letzte Ausgabe sogar sein, die mir noch fehlte. Halte da auf bessere Preise, wenn du beim Händler einkaufst. Und Händler, Handelwackpuppe. Am Ende muss man immer mehr haben als am Anfang. Preise sind dauerhaft 5% günstiger. Boah, die hätte ich so viel früher gerne gehabt. So, jetzt haben wir nicht nur alle Handels, was ist hier drin, ne? Eine einzigartige, sie sieht, steht da so, es wird die so präsentiert werden. Vielleicht sehr stark. Das ist auch schon eine starke Schrotflinte, aber geht ja immer noch stärker. Und eigentlich nicht, ne? Man hat schon einen Effekt hier 25% stärker zu sein und so. Ich glaube, besser geht irgendwie nicht mehr. Weil da wir jetzt alle Magazine vom Dörrfleischverkäufer haben und die Handelsverkäufe, also dass wir jetzt alles so billig wie möglich kriegen. Also billiger geht nicht mehr. Außer wenn wir jetzt noch Klamotten anziehen und Charisma, unser Charisma ein bisschen erhöhen und so. Nur eine Kampfwinter einfach so. Boah. Ist jetzt gut. Schon fast perfekt. So, ich glaube, wir müssen diesen Lift da unten abnehmen. Weil ich sehe die ganze Zeit hier nur. Ich höre die ganze Zeit hier nur Kampfmusik. Da geht mir auf den Nerven. Erstmal drücken wir das hier. Ich werde bestimmt noch mal so ein Ghoul freigelassen, ne? Oder auch nicht. Wenn wir die Kampfmusik abstellen, nicht bei Elder Scrolls. Übrigens, falls hier eine Waffe oder so ziehe, gehen die, glaube ich, auf mich los. Also, lasse ich das mal. Ich habe mich nämlich versucht, gegen diesen Ghoul zu wehren, der immer direkt, nachdem ich geladen habe, aufgetaucht ist, zu wehren. Und ja, wenn ich meine Waffen gezogen habe, sind die direkt auf mich losgegangen. Deswegen weiß ich nicht, wann ich meine Waffen hier ziehen kann. Die Aufzugsteuerung wurde vom Systemadministrator deaktiviert. Mich verarschen. Okay, ich kann immer nach oben. Muss mich verarschen. Warum hat er mich hier eingesperrt? Will ich zum Fleisch verarbeitet werden?
Hier, wir haben eine Wackelpuppe und ein Magazin bekommen. Das ist doch schon mal was. Ich finde noch zwei Wackelpuppen. Das darf nicht wahr sein. Wirklich Terminal. Was? Wäre nicht witzig, wenn ich die wie so ein Golfball irgendwie in die Gegend schlagen würde. Das müsste doch geben. Golfschlag. Look. Das Ding ist so überpowert, ne? Hey, Musik kann jetzt ruhig aufhören. Passiert gerade keine Action oder so. Wie höher? Geblockt. Was? Du hast ein Loch im Kopf. Da kommt man sich weg. Hier ist auch nichts mehr, ne? Da sah es aber so aus, als würde es dann noch weitergehen. Ah! Stimmt, Redex. Gib mal Redex. Ich kämpfe gegen Ghule wieder. Hi. Tschüss. Ich will zurück da rein, ey. Warum hat er mich eingesperrt? Was soll das? Hier war nicht nett, den werde ich aber sowas von ausschimpfen danach, wenn ich hier wieder hochkomme. Ich werde hier hochkomme. Komisch, coole Angriffe tun mich irgendwie nicht abbrechen. Aber alles andere. Andere haben Leichen im Keller, der hat Leichen im Tunnel oder was? Also, der hat so viele Leichen, der braucht einen Tunnel. Wo kommt ihr auf einmal alle her? Warte mal. Ich muss springen, um da hochzukommen. Oder? Verdammt, da ist eine Treppe. Und du stirbst. Nicht. Aber du stirbst. Gleich ein Level ab. Ich krieg jetzt ein Level ab. Ausgezeichnet ist. Jemand mal diese eine Fähigkeit schon mal ein. Wo ist sie? Hier. Sprinten kostet 50% weniger Aktionspunkte. Dafür muss ich aber erst die vorherigen Ränge nehmen. Welche sehr doof sind, finde ich. Während des Sprintens weniger Schaden bekommen. Blub, 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 blub. Oh, Hammer Time. Was? Warum habe ich den bis jetzt noch nie gebracht? Den habe ich schon mal gebracht, oder? Wenn ich mit meinem Hammer gekämpft habe, oder? Hammer Time. Okay, dann tschüss. Das ist so ein Düsenantrieb. Kann ich nicht irgendwie auf meine Gegner so durch, also zu sprinten? Was habe ich überhaupt schon wieder für eine Krankheit? Redex, oder? Wenn die einfach so zusprinten und die so, weiß ich nicht, irgendwie so von so Kanten oder so schubsen, so wie Reinhardt aus Overwatch. Ich hab den erledigt. Ich dachte, den hier hatte ich erledigt. Ich frage mich, ob ich irgendwann noch ein Zeitpunkt kommen wird, in dem ich mal in Gefahr bin. Hi, ah. Also ja, ein auf, wie nennt man das nochmal, Jumpscare. Er geht halt so auf den Nerven, dass ich immer eher getroffen werde als die Gegner, als ich die Gegner eher treffe. Ich werde immer als Erster getroffen,
Ja, wie schnell ich bin. Meine Nahkampfwaffe. Bin ich voll unfaire. Au, ich wollte das nur aufkommen, verdammter Dreck. Bist du mein heutiger Boss? Na komm her. Wo? Dein Kollege den Arm abgehauen, während ich auf dich gekloppt habe. Natürlich. Nein, tu ihm nichts. Doch. Okay. Auf. Natürlich bin ich beim letzten Gegner. Oh, das geht mir so auf den Nerven. Warum passiert das immer im letzten Gegner, ey? Ja, macht das Spiel doch extra. Boah, der hat schon alle Gegner erledigt. So, jetzt gebe ich dem fünffache Erfahrungspunkte. Ich darf doch einfach nicht. Er hat schon wieder. Boah. Nein, nicht trinken. Ich weiß auch gar nicht, wo das alles war. Ah. Nein, trink mehr, das hat schon wieder abgelaufen, ne? Dreck, Adapter. Das ist typische Videospiel-Karma. Das ist irgendwas bestimmt, so willst halt irgendwas bestimmt passiert, dann passiert natürlich genau nicht. Das ist ein bestimmtes Pokémon im hohen Gras, das du schon 10.000 Mal begegnet bist, aber gerade wenn du es suchst, dann kommt es natürlich nicht. Hi. Du hast irgendeinen Gegenstand vom Gegner, den du schon 10.000 Mal gehabt hast, du brauchst nur noch einen und genau den allerletzten kriegst du nicht. Du hast nämlich Videospiel-Karma. Schon seit Jahren. Und nein, hat es nicht gelogen. Ah. Ah. Was? Bin ich wieder hier? Nee. Das ist eine Bombe. Oh, warte mal. Vielleicht, wenn ich es anschieße, dann. So, er klappt. Ich dachte, er würde halt explodieren. Also wenn die Bomben sogar irgendwie weit abziehen würden, dann würde das sogar Sinn machen, dass ich die ja entschärfe, aber nein. Tun die sogar auf Überleben Schaden machen? Jetzt mal ganz ehrlich, auf Überleben würden die wahrscheinlich das einzige Schaden machen. Wir müssen nur, als wir auf Überleben gespielt haben. Bevor es zum Überleben wurde, da waren noch Zeiten, ne? Aber ich glaube, so einen riesigen Unterschied gibt es eigentlich nicht, ne? Von Überleben auf sehr schwer. Vor dem einen Patch, vor Überleben irgendwie zu, oh Gott, Überleben wurde. Weiß nicht, Krankheiten oder so was zugefügt worden sind. Bin schon wieder hier, was? Warte mal, was? Warte mal, von hier bin ich gekommen. Oder? Nee. Bin ich da lang? Ey, einen Moment. Was? Ich bin hier reingegangen, das weiß ich. Oh nee. Heute sag nicht, boah. Sag nicht, ich muss jetzt noch mal den ganzen Weg da rumlaufen, weil ich jetzt hier runtergefallen bin. Hey. Da wäre ein vollkommen neues Gebiet. Oh. Das ist mir jetzt letztens offscreen passiert. Als ich eine andere Zeitschrift hier gesucht habe, konnte ich auch irgendwo an einen Ort nicht runterfallen, weil ich dann wieder zum Anfang gekommen bin. Der war nicht sogar eine Aufnahme, aber in dieser einen Aufnahme, ne, wo ich immer wieder hier in dieses Loch reingefallen bin. Ich
ist das hier richtig? Nö, was? Ui. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Das hat sich, glaube ich, nicht gelohnt. Geschafft. Na, hier hätten sie Magazin und eine Backpuppe verstecken können. Ui. Gut, ja, jetzt mal drauf schlagen. Was ist mit dem Kabel? Muss ich dem Kabel folgen oder was? Mal schauen. Ich kann gar nicht warten, diese Handelswackelpuppe in meinen Wackelpuppenständer, Ständer einzustellen. Noch zu bewundern, hat wir noch zwei haben, die uns fehlen. Mal gucken, welche Attributswackelpuppen ich schon habe. Dann kann ich nämlich letzten Punkt irgendwie in, weiß nicht, Stärke und was weiß ich alles reinpacken. Nicht, dass ich es brauche, aber einfach so. So, speichern. Hätte nicht so Schilder irgendwie so anbringen können. Ey, übrigens, wenn du hier runterfällst, musst du wieder von vorne anfangen. Drecksack. Level jetzt Drecksack genannt. Ich meinte nicht den Typ, ich meinte das Level. Level, du Drecksack. Okay, warum tut Redex nur so wenig? Kurz wirken. Ich hätte nicht vorhin erst aktiviert wieder. Au! Wer denn? Doch, diese dramatische Musik gehört, oder habe ich mir eingebildet? Ich habe doch gesagt, du sollst den Keller nicht betreten. Jetzt, da du mein Geheimnis kennst, muss ich dich töten. Ich wusste es. Warte, dafür drücke ich das Ding nochmal. Ich habe sowas von gewusst, ey. Und wie dramatisch die umfallen. Oh Gott, das tut weh. Boah. Was ist hier eigentlich nochmal gewesen? Du bist auch ein Gegner. Ja, ich würde dir schon verzeihen. Ich würde dir schon verzeihen, wenn du ganz höflich dich entschuldigen würdest. Hab Schaden. Entschuldige ich und alles ist vergeben und vergessen, okay? Was sagst du? Wo bist du? Was? Klingt, als ob eine Menge hoppla. Ich will nur mit dir reden, auf mich anzuschießen. Jetzt hör mal zu, Gerd. Ich nenne dich nur Gerd, weil ich nicht weiß, wie du heißt. Also überleg dir halt gut. Willst du mir noch irgendwas sagen? Theodor. Ach man, du wolltest doch gerade was sagen. Ah. Idiot. Stell ihn zur Rede, ja. Pff. Ich konnte ihn nicht zur Rede stellen, verdammt. Lass mich da nochmal versuchen. War ja nicht weit. Ja. Ich habe mich schon so verpackt, wo ich wurde schon zwei, drei Mal zum Gespräch eingeladen, aber es ging nicht weiter. Boah, will ich ihn überhaupt am Leben lassen? Der tut Ghoulfleisch verkaufen. Okay, die
Leute werden dann ein bisschen krank. Viel kranker können die auch nicht werden, ey. In ihrem verkackten Ödland. Ja, okay. Ich habe mir doch noch nicht eingebildet. Ich habe doch gesagt, du sollst den Keller nicht betreten. Jetzt, da du mein Geheimnis kennst, muss ich dich töten. Wo bist denn du? Ich will nur zu dir hingehen. Ist ja da draußen, was? Folgt mir ehrlich. Ihr schafft es hier perfekt einfach durchzudüsen. Es wird nichts. So, willst du vielleicht noch mal reden? Anscheinend nicht. Was ist? Bist du sicher, dass du nicht reden willst? Kollege. Kollege, du machst keinen Schaden. Ja. Ja. Ja, will ich verarschen. Ich will schon mit dir reden. Also, was ist los? Boah, na gut. Du hast mich jetzt hier wieder untergeschmissen, weil ich mich umdrehen musste. Klingt, als ob eine Menge hoppla. Willst du mit mir reden? Red mit mir, Kollege. Boah, der hat mich schon wieder beinahe runtergeschmissen. Ich drehe mich immer automatisch zu ihm hin, wenn er mich anspricht. Mann, hör auf damit. Kollege, hör auf damit. Hier schießt ihn ins Knie. Warte mal, ich gebe dir einen Warnschuss ins Knie. Aber so muss es doch nicht laufen. Wir können das hier zusammen betreiben. Du drückst dein Auge zu und ich gebe dir einen Anteil vom Gewinn. Du willst also Ghoulfleisch verwenden? Ghule sind nichts anderes als andere dumme Tiere. Eine noch unerschlossene Nahrungsquelle. Was meinst du? Du behältst das für dich und ich kümmere mich um die Abfüllung. Wir machen ein Vermögen. Ja, jetzt sind deine Roboter aber kaputt. Du willst also Ghoulfleisch verwenden? Wie gesagt, die sind nicht anders als Brahmin. Was meinst du? Du behältst das für dich und ich kümmere mich um die Abfüllung. Wir machen ein Vermögen. Du willst also Ghoulfleisch verwenden? Wie gesagt, die sind nicht anders. Was meinst du? Ich bin ganz Ohr. Wir machen das zusammen. Ich betreibe die Abfüllung, du bringst mir Fleisch und Dosen und sorgst dafür, dass niemand Verdacht schöpft. Was meinst du? Du behältst... Keine Chance. Dann verpiss dich halt. Okay. Ich gehe dann einfach, ne? Bleib du hier, verkauf dein Gammelfleisch. Ne? Sind wir alle zufrieden, oder? Wolltest du immer noch mit mir reden? Wir sind alle zufrieden, oder? Du und ich. Du schießt mich nicht ab, oder? Aber so muss es doch nicht laufen. Na, pass auf. Obwohl, ja. Ist die ganze Zeit die Quest hier an und ja. Hört raus hier. War so ein spontaner Kill.
Und ich hätte am Leben lassen sollen. Ja, okay, das war eine Quest. Das gleich habe ich die Quest bekommen ab. Gut, jetzt betreibe ich hier den Laden. Ich will das Schiffchen hier haben. Ich meine, kein echtes Schiffchen, ich meine Dutch. Da fällt gerade auf, ich hätte vielleicht den Analogstick irgendwann mal, den Analogstick, den Controller anschließen sollen. Ich meine, da ist schon in der 2-3 Vornamen, Vornamen hat Aufnahmen vorher irgendwie schon eine Meldung gekommen, dass der Akku bald leer ist. Und wird wahrscheinlich bald irgendwann hier den Geist aufgeben. Aber ich will sowieso noch diesen Part aufnehmen und dann war es das. Dann haben wir heute 5 Parts aufgenommen und dann reicht das auch. So. Hab eine Wackelpuppe und ein Magazin bekommen. Ich bin zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben, in dem Örtchen hier. Mal gucken, ob wir noch irgendwas entdecken können für nächstes Mal. Oder vielleicht mache ich da noch weiter, keine Ahnung. Jemand da lang. So hier lang. Vielleicht ist auch da noch was. Weiß ich nicht. Ich sollte vielleicht nur rennen. Das ist, glaube ich, schneller. Boah, willst du aufstoßen oder nicht? Komm raus. Okay. Ich dachte, du musst aufstoßen, aber will nicht. Deswegen war ich jetzt so still, wollte ihn rauskommen lassen, aber er ist nicht rausgekommen. Und du bist schon wieder hier. Hallo, du bist im Sie schießt sich trotzdem, Mann. Ist ja irgendwas. Hier war mal ein Power Armor, das weiß ich sogar noch. Meine Güte. Ich hab schon so viel von dieser Welt gesehen. Das nimmt einfach kein Ende. Was ist dieser Ball? Nur so, Libertalia. Aus wie dieser Ball, mit dem sich hier dieser eine Typ aus Power Ranger Ninja Storm verwandelt hat. Der grüne Ranger. Hätte auch irgendwie so einen Ninja-Ball gehabt oder so. Der so aussah. Vielleicht sei noch was am Strand oder so. Gucken wir mal, da ist sogar tatsächlich was. War jetzt eigentlich nur so eine Raterunde. So, ist halt aber was Großes zum Erkunden oder ist halt nur was Kleines zum Erkunden? Dann mache ich das jetzt mal in dem Part. Hallo. Okay. Da sind Leute am Rumlaufen. Da ist eine Kirche. Was haben wir hier noch? Wenn eine kleine Hütte ist, dann tun wir die auch noch unter die Lupe nehmen. Wie gesagt, das ist was Kleines. Das sieht klein aus. Na komm. Gesellschaft für Meereskunde in Nahhand. Nahhand, keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall groß aus, verdammt. Dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge dann. Von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich dann alle herzlich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen, um den Kanal weiterzuhelfen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.